Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge sind wir random durchs Ödland gerannt und jetzt machen wir genau das gleiche. Und habt ihr ja Teil jetzt hier gesehen? Da war ein Gatling Laser, Teil will ich haben. Wie kommt es, dass wir noch keinen einzigen Gatling Laser bisher gefunden haben? Ich weiß ich nicht, das ist irgendwie sehr, sehr, da ist ein neues Gebiet. Sehr verwirrend. Ja, habe mich dazu im Wohnwagen wieder hingeportet. Zur Wohnwagensiedlung. Meine Power Armor weggepackt. Ist 51 Fahrzeuge. Und was ist das hier? Jetzt so blau. So blau. Was ist das? Was sind diese Zeichen nochmal? Hier ist auch direkt ein Gebiet. Hier sind noch ganz viele Gebiete, die ich nicht erkundet habe. Geil. Genauso will ich das. Kommen die noch einmal? Ja, alles klar. Wahrscheinlich irgendwie nur so ein Camping, ja, ein Campingplatz aufgebaut und dann kann ich so da vorbei und so was. Denken sich nur, wer ist der Pisser denn? Und warum ist ja alles so blau? Was ist das? Den war ich aber noch nicht. Also auch noch ein neues Gebiet. Glaube ich. Was ist das? Da ist das hier, ne? Okay. Habe ich auch gerade gesehen. So. Sumpfland, okay. Das kennen wir aber noch nicht hier. Ist ja schon wieder passiert. Ich glaube, war ich so wenig da, genau das hier. Das sollte wir. Oder? Nee. Also das ist dieses, was 556 Munition verballert. Und ich habe 2000, also könnte ich mal gebrauchen. Da könnte ich einen Automatiklauf reinpacken. Echt nicht in Fatman Automatik auf reinpacken. So. Geil. Müssen wir die PC-Version holen, dann kann ich halt alles modden. Alter, kann aber auch nicht losgehen, damit ich die Erfahrungspunkte krieg. Overdrive, was? Okay. Was? Ah, sehr gut. Bams. Alter, wie viel? Ja. Ein Gule. Klappt wunderbar. Wenn ich nicht gerade gegen Supermutanten Kriegsherren kämpfen muss, ist das Spiel verdammt einfach. Die alle abspacken irgendwie. Ich meine, war ich da auch schon mal.
Aber ich habe das nicht erkunden bekommen, weil ich hier verreckt bin, glaube ich. Sie ist wie so ein klassisches Zombie-Apokalypsen Basis aus so Walking Dead mäßig irgendwie. Vor allem die Szenen, ja, die ich hier mache. Ja, auf dem Dach. Viecher kommen alle auf mich zu, muss sie alle wegballern, bevor die mich erreichen. Und vor allem Walking Dead Feeling, ja. Das ist aber ganz schön ein großer Gebiet. Da muss ich hier aber Guts geben, oder? Ich hab schon von irgendwas hier getroffen in letzter Zeit. Weil ich mich hier durch navigiert habe, ne? Ich glaube, man kann hier nirgendwo rein. Soll ich das verdammte Wasser trinken? Soll ich ein Spielzeugauto einsammeln? Unter Wasser, jetzt bringt es auch nicht mehr. Nee, irgendwo rein. Irgendein Haus, ich glaube nicht. Geben. Da drin zum Beispiel, mein Gott. Hier, oder? Immer noch Gegner. Oh, einer? Na, was, Dance. Dance. Dante. Ja, gleich wieder mit so zwei Revolvern rumspringt und irgendwelche Faxen macht. Dann Make Ready will ich auch mal irgendwann spielen. Also let's play. Da habe ich jetzt so geschaut, auf den schwersten Schwierigkeitsgrad durchzuspielen. War auch nicht geil. Kannst du nicht nachweisen, weil für dieses Spiel gab es noch keine Trophäen. Verdammt, also der Devil May Cry 4. Obwohl, es gibt ja auch noch jetzt die HD Collection hier von 1 bis 3. Und ich habe die ersten beiden Teile noch nicht gespielt. Also sollte ich das mal vielleicht machen. Haben wir es ja nix. Komm schon. Okay, ist nix. Ich war abgeschlossen, ja, was? Ich glaube, abgeschlossen kommt immer nur, wenn ich alle Gegner hier erledigt habe, ne? Ja, ist lieber, wenn er da steht, wenn ich hier die besten Sachen gefunden habe. Also Magazine. Au. Magazine oder Wackelpuppen. Dann nehmen wir ruhig mal wieder ein paar finden könnten. Meine Magazine finden wir noch, aber Wackelpuppen. Schon ewig her, glaube ich. Ich glaube, wenn ich da ist noch irgendwie klar. Das da war ich noch nicht, ne? Du denkst, du kannst überleben. Ich werde nicht durch dieses Spiel wandern. Er sieht einen Todgeweiht, auch meine Verbündeten, was? Ja, hier war ich mal. Da bin ich hier reingelaufen, bin verreckt. Jetzt ist es abgeschlossen. Deswegen kam ich hier, weiß nicht.
Erst den Ort habe ich auch noch nicht erkundet, ne? Da ist ein Funkturm zum Beispiel. Habe ich doch noch nicht alles hier nochmal. Egal, vielleicht sind ja da Magazine, die ich übersehen habe. Die ich in diesem Spielstand nicht mehr gefunden habe. Mich aussetzen. Oh geil. Ne, da setze ich mich nicht. Ne, da setze ich mich nicht hin. Hey, was ist denn da los? Da will ich auch kämpfen, das mitmachen. Okay, danke. Ich habe 4 Erfahrungspunkte, warum nicht? Ja, das ist so da, wo war. Weiß ich nicht. Ja, als wir dieses Wasser filtern mussten. Wie die Roboter. Okay, das war erledigt. Jetzt gehe ich wieder. Die Erfahrungspunkte, geil. Ich kriege Erfahrungspunkte, wenn ich gar nicht am Kampf beteiligt bin, ne, aber. Ich krieg keine, wenn meine Gefährten manchmal welche erledigen. What is this nonsense? Naja, hier war ich auch noch. War ja nicht irgendwie so ein Schiff drinne? Nicht hier so. Nee. Weiß nicht. Irgendwie so Meyerlux immer so Nachrichten abgesprochen hat. Ah ja. 2 Simpacks. Wir kriegen zu viel Strahlung ab. Wir müssen hier raus. Wo bist du denn jetzt hingegangen? Das ist bestimmt wie ein Stein jetzt unten. Boah. Ja, das gibt dir nicht. Er ist einfach da reingesprungen wie ein Stein untergegangen. So ganz viel, der schwimmt wie ein Stein. Nicht mal Leute oder so. Nee, die sind jetzt tot. Das ist Ödland, hier passieren solche Sachen. Solche Sachen passieren halt in dem Betrieb. In dem kunterbunten Ödland von Boston. Wollte jetzt Washington sagen. Falsches Spiel. Nichts. Hier ist echt nichts. Ja, ohne Scheiße, jetzt gar nichts. Kein technisches Dokument, Fusionskern, keinen Terminal zum Knacken, nichts zum Aufschließen, gar nichts. Also voll verschwindet hier. Was war das? Nee. Sprengstoffkiste. Ha. Das Leben hat doch einen Sinn. Na. Ah. Haha, wie schön. Oh, by the way. Raus hier. Boah. Okay. Ich möchte mal Aliens hier finden. Ich habe in dem Spiel noch keine Aliens gefunden. In Nuka World kommen Aliens vor, aber müssen auch bestimmt auch hier im normalen Spiel vorkommen, oder? Wie in Vegas oder Fallout 3. Da haben wir wieder ein Ding, das wir aktivieren können. Da ist eine Vault, die wir schon erkundet haben. Seht bloß nichts an. Keine Zigarette anmachen. Dance. Die ganzen Radiosignale, ne? Bringt irgendwie gar nichts. Das sind nur so Mörser-Dinger, ne? Wie nennt man die?
Aber dafür müsste ich immer das Radio einstellen. Ich weiß noch nicht mal, ob das irgendwas bringt. Die Prozente sind hier auch nicht. Bei mich hau nichts. Fernseher ist zu leise, aber wenn ich zu laut mache, mal Echo. Logischerweise ist, wenn ich hier das Radio anmache, also klassisches Radio und so, oder Diamond City Radio, das ist voll laut. Hey everybody, und so. Boah, ich will mir Lieder anhören. Manchmal tue ich mir die Offscreen anhören, wenn ich irgendwas mache. Kann die leider nicht abspielen, sonst fliegen die Videos so schnell von YouTube. So kann ich gar nicht gucken. Nee. Schnell kann ich gar nicht gucken, wie die dann verschwinden. Den ganzen Copyright. Ja, alles offizielle Lieder von offiziellen Sängern. Also ein paar gute dabei, ein paar sind echt gut, wenn die, weiß ich nicht, vollkommen andere Generationen von Musik sind. Aber ein paar sind echt gut, muss ich mal anhören. So, weiter geht's im Ödlande, im öden Lande. Aha. Da ist zum Beispiel was. Das ist, glaube ich, die war. Da, nee, sind nicht. Okay, egal. Wir haben es gefunden. Jetzt gehört so. Jetzt gehört uns. Wir haben es gefunden. Macht das auf. Verdammt. Hier ist Blut. Okay. Wer hat das Blut gemacht? Das ist ja ein Meierlock, der sich in Boden angegraben. Sehe so verdächtig aus. Okay. Und das ist irgendein, weiß nicht, Atomkraftwerk irgendwie so hat. Atomzeichen jedenfalls. Ja, gehen wir erstmal zu so einer Anlage hier. So, das ein Friedhof. Kommt mir auch bekannt vor irgendwie. Was bist du denn? Ach so. Das sah jetzt aus wie ein übergroßer Außerirdischer. Also warum ist denn hier überall so ein blaues Licht? Wo sind Sie hin? Da drüben. Ah ja, das kommt mir bekannt vor. Ich glaube, das haben wir auch schon gemacht. Und Schuss. Oh. Soll ich direkt auf mich gehen? Ja. Alter. Aber das war kein verzeichneter Ort hier. Okay. What is this? In this direction. Also viel Fox. Ich habe eigentlich schon genug Geld. Ich weiß gar nicht, was ich mit den ganzen Kronkorken machen soll. Für Luca World sparen wäre vielleicht eine Idee. Weiß nicht. Ich kann mir vorstellen, diese Power Armor, die man im Trailer gesehen hat, kriegt man irgendwann so, anstatt man, dass man sich kaufen muss oder so. Feind Elektronik Bastler. Oh Gott, was? Alter! Das ist mal eine Menge Strahlung. Arg. Okay. Ich kriege immer noch Strahlung. So.
Hallo? Willkommen beim Verband der Elektronikbastler in Massachusetts. Na, finde ich, kriegst Strahlung. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht. Hallo? Ist jemand da drin? Wer sagt nichts? Vorstellen, man kann auch irgendwie anders sein. Alter! Was soll's? Warte mal. Falle? Nee. Da drin schon Fallen sind, habe ich mir gedacht, da draußen sind auch noch welche. Ich könnte nicht alles ein bisschen viel Strahlung, die ich abbekomme. Zack, au. Warum wurde das da aktiviert, Mann? Weil mir tut ein Minen im Gebäude stecken. Na, wofür? So öfter her. Stehst du öfter in dieser Gegend? Hi. Haben die alle Waffen im Ödland? Bleibst du gefälligst hier? Also das ist. Nee, da ist doch ein neues. Ja, fängst weg. Ich sehe doch schon, wie du hier 20 Fallen auslöst. Alter. Wenn wir die Herzen und Köpfe der Leute gewinnen wollen, müssen wir das Wort der Bruderschaft im Commonwealth verbreiten. Jetzt krieg ich wieder irgendwelche Mistwaffen hier. Ja. Ich nehme an, der Jackpot ist im Keller. Falls es einen gibt. Okay, rein da. Gucken, was es da gibt. Hier sind wir noch nicht mal in diesem Atomkraftwerk. Trotzdem kriege ich hier wie blöd Strahlung. Warte, so. Das überlebe ich nicht. Ne, überlebe ich nicht. Ich möchte gerne hier raus. Mein Gott, du Pisser. Wie ich die Waffe gefunden habe. Wie soll ich den Nabel schon ausweichen? Hey. Hab schon, als ich in dieser Ecke da stand, gemerkt, ja, irgendwann zieht er seinen Laser und dann bin ich weg. Dann macht er den natürlich, gerade wo ich meine Waffe erstmal gefunden habe. Oh, ey. Wurde jetzt mal gespeichert. Ah. So ein Dreck. Von außen den Schrank. Au, oh Gott. Eieiei. Ah. Alter, wo ist der Teil?
Willkommen beim Verband der Elektronikbastler in Massachusetts. Wir sind gerade nicht da. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht. Hallo? Ist da irgendjemand, der diese Tür öffnen kann? Aha. Aha. Oh Gott. Wo ist denn die blöde Miene? Ist weg. Das ist ja schon mal passiert, glaube ich. Nicht wie spawnen nach dem Tod. Ja, das gehört. Okay. Also ich habe jetzt diesen verblöden Skill, ne? Dann muss ich auch schnell hier den Typen erledigen. Ja, Erfahrungspunkte zu bekommen und so, ne? Da wäre unten ist nix. Bewegung in Umgebung entdeckt. Warte mal ab. Im Einsatzbereich. Oh Gott. Das war's. Noch irgendwas. Aber ich glaube, der Effekt gilt nur, wenn ich Gegner erledige. Ich habe diesen Effekt bekommen ab. Ne? Was? Wieso konnte ich nachladen? So, mein ganzes Potenzial hier. Das ist immer noch ein Gegner. Was ist das denn? Das ist ein modifizierter Reifen oder irgendwie so. Was mit dem Radio? Nur Stromverbrauch, hallo. Also gut, hoffentlich gibt's hier was Nützliches. Sprechgeface mal mit mir hier in Sachen von. Was für eine Zeitverschwendung. Sprechgeface mal mit mir hier, dass du irgendwie mich liebst und so. Kann ich wahr sein. War knapp. Ja, geh mal da rein. Er haut einfach drauf. Ich habe eine Waffe, ich hau da drauf. Wie blöd. Da habe ich irgendwas. Wir haben ganz viele Holobänder. Aber sonst nix. Dann werden oben die Fallen nicht aktiviert, ne? Die Golduhr. 15. März. Hey, das ist mein Geburtstag. Geil. Coral, ich bin's. Ich weiß, dass du da bist, also mach auf. Die Jungs haben dich gestern gesehen. Also, die warten nicht, ich warte nicht. Wir verschwinden am Morgen. Also hör auf, den Einsiedler zu spielen und sei bei Sonnenaufgang bereit. Happy Birthday to me. Was zum Teufel ist los mit dir? Du kannst nicht einfach so verschwinden. Mir egal, hinter wie vielen Fallen du dich auch versteckst, Coral. Wir sind noch da. Er ist dein Kind, nicht meins. Also reiß dich zusammen und komm zu uns, wenn du mit dem Mist hier fertig bist. Und 21. April. Vielleicht bist du vor langer Zeit auf was gekommen und ich erfahre es erst jetzt. Es war nicht fair, Cole. Gäbe es nicht das Kind. Ja, na klar, Kleiner. Ich habe auch Hunger und hier gibt es nichts für uns. Gehen wir. Okay. Rat. Also, wie hätte ich mich an den denn, bitteschön?
Ich mich an denen würde schon vorbeischleichen sollen. Den dann hier deaktivieren sollen, was ist das denn? Was die für Voraussetzungen haben, ne? Na gut, dann würde ich sagen, ich beende den Part hier mittendrin und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen. Noch irgendwas? Okay, und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.